Ich bin jetzt gerade bei der Auftaktexkursion vom Projekt Beweggründe. Hier besuchen wir auf einer Wandertour sozusagen Orte des Wandels. So, die Idee ist quasi irgendwie, durch unsere Landschaft hier zu laufen und sich dabei von verschiedenen Leuten Inputs zu holen, die wir dann beim Wandern diskutieren. Ich erinnere mich gut an dieses Zitat von Angela Merkel, wo sie gesagt hat, ja, die faulen Griechen. Und dann hat mal jemand nachgerechnet, festgestellt, dass wir weniger arbeiten und auch mehr Urlaub haben. Und das ist so ein bisschen die Logik, die dahinter steht. Der Punkt ist sozusagen, wie viel wird sozusagen dir von der Produktion, von dem, was du produziert hast, wie viel wird dir dafür gegeben? Das Interessante der marxistischen Theorie ist, dass er davon ausgeht, dass der Tausch eben nicht durch einen Preis stattfindet, sondern durch den in einer Ware liegenden Tauschwert. Mein Name ist Dario Scholl und wir werden schauen, wie kann unsere heutige Gesellschaft auch ohne Wachstum weiterhin im Wohlstand leben. Die beiden Inputs fand ich daher interessant, da sie mir noch ein paar andere und neue Sichtweisen gegeben haben. Zum einen von Götz Kaufmann die Sichtweise, warum eigentlich dieser Kapitalismus, den wir heutzutage haben, warum der überhaupt so ist, wie er ist. Ich fand es ganz interessant, dass beide von sehr unterschiedlichen Ebenen ausgegangen sind. Jutta, die einfach sehr aus so einer Praxiserfahrung kommt, die quasi gerade stark in den Diskursen über Transformation und Nachhaltigkeit und Postwachstum ist, wo das auch an praktischen Beispielen diskutiert wird. Es ist die Frage nach dem, wie viel ist eigentlich genug? Und wir leben in einer Gesellschaft, in der es eigentlich nicht mehr darum geht, wie viel ist genug, sondern es geht darum, wie viel kann ich mir leisten? Das Ziel unserer heutigen Wanderung ist das Gut Stolzenhagen. Ich bin überzeugt, dass wir eine Art zu leben sehen, die wir vielleicht so nicht kennen. Oder eine alternative Art zu leben sehen, in der ich mir erhoffe, dass sie uns zeigt, wie man ein Stück weit besser leben kann, als viele Menschen tun. Das Ankommen war erstmal überraschend, da es hier aufgeräumter und noch schöner ist, als ich mir eh schon vorgestellt habe. Ich habe mich gefreut, hier anzukommen und habe mich gleich wohl gefühlt. Das ist Gut Stolzenhagen EG, eingetragene Genossenschaft in Stolzenhagen bei Luno. So 98, 99 wurde es entdeckt von Berliner Besetzern aus dem Osten. Und was das verbindet ist, denke ich, einmal so die Liebe zu der Gegend. Weil es eine unglaublich schöne Gegend ist. Das andere ist aber auch so dieses Bedürfnis, irgendwie in anderen Zusammenhängen zu leben. Ja? Also nicht irgendwo im Mietshaus oder in Wohnungseigentümergemeinschaft oder was. Irgendwie Platz haben wollen, sich austoben können. Es geht darum, zusammen zu leben tatsächlich, genau. Also die Leute hier haben höheren Anspruch ans Zusammenleben, kannst du sagen, als so der Durchschnitt, der halt irgendwo wohnt. Also das ist dieser Wunsch, in der Gruppe zu leben, auf jeden Fall. Was mich hier sehr überrascht hat, war einfach ein gewisser Pragmatismus oder auch eine Bodenständigkeit, dass man zwar Ideale hat oder Ideologien auch hat ein Stück weit, sich aber immer bewusst ist, dass nicht alles so möglich ist, wie man es gerne hätte und dass man hier irgendwie anfängt, im Kleinen zu bleiben und bei sich zu bleiben und da was zu ändern, anstatt immer dieses Ideal zu haben, die ganze Gesellschaft ändern zu wollen. Ich fand, dass
irgendwie diese ganzen unterschiedlichen Inputs mit der Gruppe so was ganz Tolles gemacht hat, dass wir also wirklich bis heute Nacht um 4 unterhalten haben und diskutiert haben. Jetzt werden wir dann packen und dann geht's wieder zurück. Diesmal einen anderen Weg. Wir werden noch mal ein bisschen laufen.